in Fellbad. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Hallo nochmal. Ich bin heute auf dem Neanderlandstieg unterwegs, beziehungsweise beginne hier heute für mich die erste Etappe. Der Neanderlandstieg ist ein circa 238 Kilometer langer Rundweg. Ich würde sagen, im Norden ungefähr Grenze Mülheim-Essen und im Süden geht es dann runter bis an die Grenze von Leverkusen. Ich habe heute leider meine Kamera vergessen. Ich filme mich gerade jetzt mit dem Handy. Von daher wird es, denke ich mal, heute hauptsächlich eine Diashow geben, weil die Kapazität des Handy-Akkus wird dann auch nicht ganz ausreichen. Aber so kann ich wenigstens teilweise die Tour heute dokumentieren. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Die Etappe vom Neanderlandstieg wird mich dann heute von Fellbad nach Essen-Kettwig führen. Mal wieder Essen-Kettwig. Ich habe heute Morgen mein Auto am Bahnhof in Essen-Kettwig geparkt und bin dann mit dem Bus oder mit Zug und Bus nach Fellbad gefahren, zum Startpunkt der Tour. Schauen wir mal. Also ich muss sagen, der Weg ist schon eigentlich ganz schön so. Also größtenteils ist man auch wirklich auf Waldboden unterwegs. Okay, jetzt geht sie mal so ein Feldweg lang. Was man sagen muss, was wirklich klasse ist, Wegemarkierung hier. Also eigentlich, wenn man so ein bisschen die Augen aufhält, kann
kann man sich hier auch nicht wirklich verlaufen. Das ist schon wirklich toll. Ich habe jetzt so ungefähr die Hälfte der Strecke erreicht. Ich werde dann mal so langsam gucken, dass ich einen Platz für eine Pause finde. Schon am Rand von Essen-Kettwig angekommen. Ich habe es jetzt noch so circa 2 Kilometer bis zum Bahnhof, wo mein Auto steht. Und mir hat die Tour gefallen. Ich muss sagen, es ist wirklich, wenn die Wege alle so gut markiert sind, ist das wirklich eine tolle Sache. Da bist du wirklich nicht aufs Navi oder auf eine Karte angewiesen. Das ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.